Jo, sind wir online? Wir sind online. Das kann ich ja mal. So. Nächstes Mal Pausenbild. Ist mir toll. Mal schon mal das Spiel an. Hat er Antwort von Update gekriegt? Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob ich auch was im Chat schreiben kann darüber. Ging vorher nicht. Problem mit dem Sound habe ich glücklicherweise gelöst. Was bin ich auch so ein Depp und stelle oben ein, dass der Sound aus ist? Das ist ja richtig hart peinlich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Vorhin ging der Scheiß nicht. Kann ich auch Makros einstellen oder wie? Muss ich mich nachher mal mit beschäftigen. Super Plan, jetzt läuft hier permanent das blub blub durch. So, blub ist weg. Timer, ja, habe ich erstmal ausgestellt. Ich hoffe mal, es bleibt doch aus oder ist auch aus dann. Was kann ich ja jetzt noch SFX. Gibt's das nicht in Deutsch? Ja, recht praktisch, muss ich sagen. Makros. Ah, hier Makros, gucke schau. Das ist ja cool. Hi. Muss ich gerade mal. Ah, Kilovia. Hi. Das Bild auch dann an. Ja, so viel dazu. Und noch Minecraft, was da gerade durchlief. So. Kann ich das nicht? Mal gucken, ist durchsichtiger. Ja. Geht so. Hoffentlich. Oh, jetzt sag mal bitte nicht, ich muss das Spiel nochmal neu starten, weil ich den Controller gerade aus habe. Entschuldigung. Also ich mal Final Fantasy auf PC spielen ohne Controller, das geht gar nicht. Also jedenfalls der Teil. Customization Changelog. Okay, das geht. Wieso ist das hier Englisch only? Ich finde das kacke. Das ist doof. Mann. Egal. Soll ausreichen. Ja, ganz abgesehen davon, dass mittlerweile keine Viewer mehr angezeigt werden, wieder mal. Ist ja nicht das erste Mal. So, ich hatte das Spiel schon einiges an Malen durchgezockt. Kleiner Suchthaken hier. Ja, meistens mit dem Profi, mit der Profi-Version, welche dann kleiner ist. Also das ist quasi ein Skill-Tree, wenn man so will. Kleiner Moment. Zum Blick wo reinwerfen. Es dauert nicht lang. Es ist eigentlich total bescheuert. Das Profi sieht größer aus. Ist es aber nicht. Jedenfalls laut Ansage, als ich mal online gesehen hatte. Grundsätzlich ist es aber sowieso scheißegal, da ich das Spiel wahrscheinlich sowieso im Stream nicht durchzogen wird.
Ach, wobei vielleicht oh, Profi-Version, ja. Boah. So, ich hoffe mal, die Musik ist auch nicht zu laut oder so. Sollte sie aber nicht. Muss mal was rüberschreiben. Ach ja. Falls es überhaupt jemand gibt, da kann ich ja mal fragen kurz, ja, ob es jetzt auf YouTube oder im Stream, hört man mal Rechner im Hintergrund? Und also gesagt, dass man alles andere im Hintergrund hört, was ich mache. Und das ist eben die Frage, ob ich, ist ein bisschen, Tonout-Verifizierung oder sowas, keine Ahnung, ein bisschen höher einstellen soll, sodass man das nicht mehr hört. Den würde man mich trotzdem noch hören. Das ist Mikro viel zu schlimm für. Listen to my story. This may be our last chance. Wenn ich auf YouTube hole, stelle ich die Untertitel mal an. Ich mache die Normalfälle immer aus, weil für mich macht das keinen Unterschied mehr. So sind davon, dass ich die Story schon zwei, dreimal durch habe. Locker. Müssten eigentlich sogar mehrfach sein. Ist aber kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ich das Spiel auf PS3, ich glaube, ich... Auf Vita habe ich das hier stehen. auf PS2 hatte ich das Spiel und jetzt auch noch auf PC. Aber gut, was heißt hier jetzt? Ist schon ein bisschen her. Aber... Ja. Ich hätte das Spiel ja schon gar nicht, zum Glück gar nicht oft gespielt. Überhaupt nicht. Die Uhrzeit hier Sonntagabend 22 Uhr das ist sowieso beste Zeiten zu streamen, da schaut bestimmt jeder zu. Ah Mann. Ah ja. Can you find us? No problem. Please. Alrighty. Me too. Take it easy. Und noch ein paar Mädels abschleppen. Of course. Good luck tonight. Nothing to worry. Dafür hast du so ein Starplayer, es warten hier erstaunlich wenig Leute da. I'll do this. That will mean it was for you, okay? What seat? He's blocking the front row! Ganz ehrlich, die hätten aber auch ruhig ein paar mehr Charaktermodus reinhauen können, wenn sie schon remastern. So wie Cycling ist nicht gut, ich meine mal Nummer A, Nummer B hier hinten, da. So tatsächlich der einzige, der zweimal verwertet wurde in der Szene. Ob die das vergessen haben? Oder ist das Absicht? Hey, I got a game to play. Maybe tonight, well, you can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Not a goodness.
Aber gut, ist halt bloß ein V-Master. Der ist nicht viel. Hier mit sehr viel schönere Grafik etc. hochskaliert, Texturen war aufgeputscht und das war's. Das ist auch super an den Kanten, die da überall rumhängen. Bei den Klamotten und sowas. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Ich hab mir den Spaß auch nie angehört komplett. I said to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup Tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. Duggles. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Make way, make way. Eindeutig nicht gesund, gut für sein geistige Gesundheit, sowas. Das ist eine Vergleiche. Hey! Hey, let go of me! Ich bin gespannt, ob ich dafür einen Claim nachher kriege auf YouTube. So für das eine oder andere Lied. Zu seiner Kant geht er tatsächlich noch, aber das könnte tatsächlich problematisch werden. Na gut, stellenweise ist in einigen Ländern einfach bloß nicht anzeigbar. Beispiel das Opening von Tales of Berseria. Kannst du in Japan nicht zeigen, da wo es herkommt? Super intelligent an der Stelle. Hat aber auch einen Sinn. Natürlich in Amerika ist es auch nicht erlaubt. Warum auch immer, aber die haben sowieso gerne scheinbar was gegen solche Sachen. Tja. Wenn man sonst keine Probleme hat. Oh Mann. Dass das Spiel nicht abgebrochen wird, wenn man in der Stadt sowas schon merkt. Tja, passiert scheinbar öfter. Mal spannend, wie weit wir kommen. Ich denke mal, zwei Stunden. Ja, gut. Die Kamera müsste drin sein eigentlich.
Wenn irgendeiner von euch Bock hat, irgendwas anderes zu sehen, ich sag mal so, ihr könnt ja mal ein paar Vorschläge in die Kommentare hauen. Sowas ist immer gut, ich brauche irgendeine Resonanz. Ohne Resonanz komme ich nicht weit. Like-Button schlagen, bis er blutet. Kommentare. Immer mehr schöne Kommentare schreiben. Ich lese mir sowieso jedes einzelne durch. Auch wenn ich nicht auf alle antworte, aber auf Fragen antworte ich generell. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viele Kommentare kriege bisher. Hat auch Vorteile. Hat auch Vorteile. It begins. What? Don't cry. Naja. What the? What? Hey, wait! Nach dem Stream werde ich erstmal noch ein paar Sachen vorproduzieren. Soll ein oder andere von der Yu-Gi-Oh! Story. Hab zwar in einem Kommentar geantwortet, dass ich nicht weiß, wann die Folgen rauskommen. Also ich weiß, wann ich hier rausklappe, aber ich sag mal so, mehr als eine Folge pro Woche wird es hundertprozentig nicht geben. Das wäre sonst ein bisschen hart viel. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Es kommt auch darauf an, wie viel ich vorproduziere. wenn ich innerhalb von einer Woche irgendwie bei 52 Folgen vorproduziere, kann ich immer mehr bringen. Was ich gesehen habe beim Spiel hier im Vergleich zu PlayZ 2 Version, haben sie in der Remaster Version einiges an Untertitel noch geändert. Ja, im Original stand da nämlich Gebrauchsanleitung gibt's nicht. Allerdings denke ich mal, dass sie da jetzt die Untertitel direkt vom Englischen quasi mehr oder weniger übernommen oder abgeleitet haben. Im vorherigen, glaube ich, hatten sie die auch aus dem Japanischen geholt, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich kann das ja nicht lesen oder verstehen. Da kann man im Normalfall von ausgehen. Ich muss sowieso kaum XP, von daher. Schon wieder so ein Spiel, wo ich schade finde, dass man nicht einfach auf Auto stellen kann. Das würde sich bei einigen Spielen, auch hier so standardmäßig Rollenspiel, echt lohnen. Oder bei der Tales of Serie. Oder bei den Tales of Serie, bei den Tales Spielen halt.